gehen wir weiter zur Berechnung der Anlagendeckung. Im Zusammenhang mit der Anlagendeckung haben wir in den vorherigen Videos sowohl die goldene Bilanz als auch die Finanzierungsregel kennengelernt. Aufgrund der praktischen Relevanz haben wir aber in erster Linie nur von der fiktiven Finanzierungsregel gesprochen und die Berechnung erfolgt hier jetzt mit Hilfe dieses Beispiels. Und auch hier brauchen wir wieder eine Zusatzangabe, und zwar bezüglich dieser Rückstellungen. Für die Berechnung der Anlagendeckung müssen wir wissen, ob es sich um kurzfristige oder um langfristige Rückstellungen handelt. Nehmen wir in diesem Beispiel an, von diesen 18 sind 50% kurzfristige Rückstellungen und 50% langfristige Rückstellungen. Ja, entweder wieder auf Pause oder mit mir gleich weitergehen. Die Berechnung der Anlagendeckung erfolgt, indem das langfristige Kapital durch das Anlagevermögen dividiert wird und mit 100 multipliziert wird. Starten wir zuerst mit der Berechnung des langfristigen Kapitals. Zum langfristigen Kapital zählt einmal hier das Kapital, wie zum Beispiel die Stammeinlagen, Grundeinlagen und so weiter, und auch die Rückstellungen sowie die Darlehen. Achtung hier aber an dieser Stelle, wir sprechen vom langfristigen Kapital. Und wie wir hier gesehen haben in der Angabe, sind nur 50% langfristig. Somit dürfen wir nur 9 von diesen 18 Rückstellungen mit berücksichtigen. Und die Darlehen sind im Regelfall auch langfristige Darlehen und deswegen müssen diese auch hier dem langfristigen Kapital zugerechnet werden. Hätten Sie zum Beispiel irgendwo ein Darlehen, wo Sie sehen, das hat nur mehr, keine Ahnung, 4 Monate Restlaufzeit, dann müssten Sie dies hier eigentlich rausrechnen und dürften dieses nicht berücksichtigen. In diesem Fall haben wir aber als langfristige Darlehen und aus diesem Grund eben voll mit den 200 ansetzen. Und dieses langfristige Kapital wird dann durch das Anlagevermögen, welches wir vorher ja schon berechnet haben, also 50 plus 32, dividiert und dann entweder mit 100 multipliziert oder eben nicht. Also hier gibt es unterschiedliche Berechnungsmethoden. Vorne ist immer alles gleich, nur die Frage ist, gibt man es als Wert an oder als Prozentzahl? Wenn wir von einer Prozentzahl sprechen würden, hätten wir hier 219,5% und als einfachen Wert 2,19. Und das bedeutet nichts anderes, wie das langfristige Kapital das 2,19-fache des Anlagevermögens darstellt und somit das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Hätten wir hier einen Wert unter 1, hätten wir im Regelfall oder haben wir im Normalfall ein etwas kleineres bis größeres Problem. Das würde nämlich nichts anderes bedeuten, wie dass unsere Geschäftserstattung und die Fahrzeuge teilweise kurzfristig finanziert werden und wir gegebenenfalls ein Problem mit der Finanzierung in naher Zukunft haben könnten. Und gerade speziell, wenn dann die Bank zum Beispiel unsere Limite oder unsere Kredite nicht verlängert, dann müssten wir im allerschlimmsten Fall die Fahrzeuge und die Geschäftserstattung verkaufen, was dann unter Umständen auch wieder sehr stark auf unsere Produktion sich negativ auswirken könnte. Ja, soviel zur Anlagendeckung.